Tag. Es wird ein wundertolles, schönes Video. Voller Segen und Späne und Funken und Emotionen. Denn wir werden heute was machen, was wirklich komplett außer Reihe tanzt. Richtig? Richtig. Geil, Movo. Wie geht's? Ich weiß zwar noch gar nicht, was wir machen, aber du wirst schon recht haben. Ja, diesmal auf jeden Fall. Ja, okay. Also, wir haben ja für uns ein Auto, was für uns alle wirklich, selbst für Armando, einen gewissen emotionalen Wert hat. Der GTR, der graue. Ja, der ist schon lange dabei. Genau, der ist schon lange dabei. Und normalerweise geht man ja mit solchen alten Damen ja behutsam um. Und genau das machen wir nicht, wir machen heute rein. Denn ursprünglich will ja irgendwie jeder so ein Auto bauen, was so aussieht. Nicht ganz so, aber man denkt sich so, boah, ich übertreibe voll, ich hau alle weg. Das wird ein richtiges Monster und das machen wir jetzt. Weil irgendwie sagst du ja auch zum gewissen Zeitpunkt so, nee, kannst du nicht machen, weil du liebst das Auto ja und alle machen sich lustig, wenn du dann irgendwelche Kotflügel dran knallst und solche Schrauben zu sehen sind voll peinlich. Dieses Baumarkt-Tuning, ja, schnapp, 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 schnapp. Scheiß in den Haufen drauf. Jetzt geht's los. Wir werden das Auto, was wir von so lange haben, ich nehme jetzt den Hater in den Wind aus den Segeln, kaputt machen. Wenn man ehrlich ist, das Auto wurde schon so oft auseinandergebaut, zusammengebaut. Guck mal, hier unten ist der Lack ab, weil Folie drauf, Folie ab, Folie drauf, Folie ab, Lack weg. Ne? Dann hier Stoßstange, sitzt nicht so, das kann man alles machen. Blinker haben wir nicht mehr hier. Weil wir den Blinker nicht mehr haben, machen wir ein Bodykit drauf. Weil Blinker sind nämlich echt teuer bei Nissan. Gute Idee. Richtig? Ja. Die haben wir noch, aber die sind jetzt nicht mehr dran. Ja. Und hier so ein Rathaus, so, weißt du? Ja. Hat doch auch keinen Wert, das Auto. Kein Wert. Nein. Wer sagt denn überhaupt, dass wir die Endrohre da so lassen sollen? Nee, nee, nee. Weißt du, was wir machen? Wir verschenken die Endrohre. Ja. Nicht! Baue mir einen Stifterhalter da draus. Wie findest du das? Richtig schlechte Idee. Warum? Nein! Das war echt megamäßige Arbeit. Ich habe da gesessen. Erst habe ich auf ein Stück Papier das zusammengezeichnet, nochmal um das eben zu zelebrieren, was für ein Aufwand diese verdammten Endrohre waren. Warum? Wenn du etwas, was von einem breiten Durchmesser, auf einen schmaleren Durchmesser zusammenfaltest in Streifen, könnt ihr mir noch folgen? Ja. Dass diese Optik hier entsteht. Ja. Dann kannst du keinen geraden Strich machen, weil wenn du einen geraden Strich machst, dann kommen die alle so an. Das heißt, die sind alle, jeder einzelne Strich hier ist ja so gesägt, dass nachher hier der gleiche Abstand entsteht. Ja, aber was willst du denn dann sonst damit machen? Fick mein Leben! Stifterhalter ist doch eine gute Idee. Ja? Ja, besser wie in der Ecke liegen. Ja, weißt du, was eine schlechte Idee ist? Du kannst nicht mal schreiben, Alter. Doch, ich kann schreiben. Du kannst tippen. Die ganze Tafel vollgeschrieben vor ja, ein paar Tagen. Ja, stimmt, hast du wirklich. Ja. Ich zeige das Bodykit jetzt. Das ist ein Bodykit. Wir machen das Bodykit sogar dran in dem Video. Und dann wird der richtig scheiße aussehen. Weil die Felgen dann nämlich fehlen. Ja. Ha! Ich freue mich deswegen so, weil wir machen das. Er sah ja wirklich als, wir machen mal ganz kurz eine Szene rein von dem Porn. Genau, er sah ja als Boost Wars absolut am geilsten aus. Und wie ihr rausgehört habt, wird es auch gesägt, das Auto. Ist ja viel cooler. Ja. Richtig. Und dann kommt auch so ein billiges GFK-Gedussel da dran. Mhm. Aber das sieht richtig gut aus. Und auch spoilermäßig verändern wir uns nicht so, wie ihr ganz wollt, aber schon mal in eine heftigere Richtung. Und dann wird er auch wieder neue Farbe kriegen und so. Also alles. Ich freue mich sehr. Auch ganz tolle, lustige Ideen habe ich. Und wenn wir das gemacht haben, ich habe gerade richtig gute Laune, erzähle ich, was für ein ganz Projekt jetzt passieren wird. Und dann nehmen wir den Motor auch nochmal raus. Ja, finde ich auch gut. Ne? Und machen den Motor auch nochmal anders. Ne? Weil dann hat er ja breitere Reifen, braucht er wieder mehr Leistung. Ja. Aber jetzt zeige ich erstmal das ganze Gedöns und Geschussel, was da dran kommt. Okay? Da gibt es verschiedene Kits. Mhm. Die Madame Mareike Fox hat ja auch so ein Kit drauf. Unser Kit ist ähnlich, aber nicht ganz. Deswegen bin ich auf der ersten Motor schon im Karre so rumgeschlichen. Weißt du? Geil. Also, für viel Geld eine Menge Plastik gekauft. Geil. Aber man muss es denen ja lassen, den Japanesen. Geschmack haben sie. So, jetzt lass mich das eben auspacken. Und dann gucken wir uns das mal an. Und dann darf Armando seinem liebsten Hobby frönen, indem er Sachen mit voller Hinbrunst auseinanderflext. Und bei Armando ist das so, du musst sehr, sehr, sehr schnell sein, weil er das nämlich die Karre so krass schnell auseinanderflext. Wir haben so richtig die Japaner-Schlüssel-Version genommen.
mit allen möglichen Spoilern und Verbimmelungen außen dran. Also das volle Programm. Und ich finde, dass da er ja das Thema Boost Wars so hatte und sowas, dass das perfekt passt zu dem Auto. Weil jetzt ist wirklich Star Wars dran. Legen wir alles hin, ja? Ja. Das dauert jetzt ein bisschen. Irgendwie krass, wenn man das auspackt und man weiß, was für eine Rechnung man hatte und man sieht nur Plastik. Ja. Es ist sehr teures Plastik. Aber mehr Teil auch, als ich gedacht hätte irgendwie. Ja, 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 weil wir haben nämlich das Kit V2.5 genommen. V2.5 ist, glaube ich, jetzt die höchste Stufe, die es gibt an Klimbim, der dran ist. Also es sieht nachher echt sehr, sehr raumschiffmäßig aus. Mhm. Aber für mich ist es wirklich und für euch auch ein Boost Wars GTR, der sich auch gewaschen hat. Ne? Weil vorher war er cool, ne? Aber normale Karosserie und so. Jetzt wollen wir ihn schon so ein bisschen richtig so sehr assi machen. Und der wird assi. Das kann ich euch echt versprechen. Der wird echt assi. Ja, ja. Ja. Sollen wir mal, ich würde sagen, wir bauen den mal ganz kurz draußen auf. Mhm. Ja, so wie er dann nachher grob sein wird. Ja. Los geht's. Wie ich es auf dem Boden liegen sehe, ist das für mich so ein bisschen Seema. Weißt du, das ist so genau das, wo man davor steht und sich denkt, boah, das wäre echt der Oberkiller. Und das ist echt, das wird wirklich ein Raumschiff. Das wird wirklich riesengroß. Wir halten mal das hier hinten dran. Wird richtig geil aussehen mit den Felgen. Und natürlich würde ich das auch gerne in Carbon haben, alles. Gibt es das in Carbon, ja? Nein. Ach so. Weil jetzt ist natürlich die Qualität, wenn man jetzt sieht, zum Beispiel bei Philipp mit den Seitenteilen aus Carbon und sowas, natürlich alles geil. Aber das ist natürlich auch kostenmäßig der Wahnsinn. Plus das Design, was die Japaner da so drauf haben, wie das nachher aussieht, ist halt echt geil. Ja, und ich kenne halt kaum einen, der so ein gutes Feingefühl hat für Body, also dass das Auto immer noch das Auto bleibt, aber nachher halt dann auch wirklich besser aussieht. Ne? Ich finde es lustig, dass vorne an der Frontschussstange der Übergang zu dem Kotflügel ja ein Teil ist. Ja, habe ich auch nicht gewusst. Krass, ne? Das sieht ja nachher aus, als ob das ein Teil mit dem Dings wäre. Genau, wie dran. Und das Ding ist, da sind ja sogar die Löcher. Ja, ja, klar. Ne, da muss ja nachher was ja auch Schrauben durch. Ja. Dass es so aussieht, als ob das dran gemacht wäre. Ja, aber mit dem Spoiler bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hättest du auch die richtig krasse Frittentheke draufhauen können. Sieht einfach nicht so geil aus. Finde ich schon. Ich finde das halt mit das den wird Streben, gut aussehen. Mit so Eisenstangen und so, weißt du, so richtig nicht nee, gut. Nee, ich weiß. Das wird schon gut aussehen. Okay. Bin gespannt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt und sehr, sehr heiß drauf, weil das wird wirklich gut. Und dann innen auch noch und dann Felgen und Design und Design wird nicht großartig, anders aber geiler. Eine starke Veränderung. Aber irgendwie auch nicht. Das Kit, pass auf Leute, das Kit ursprünglich bestellt, haben wir bei einem Lieferanten in Amerika, der erst nicht liefern konnte, im 8.6.2019. Aber bevor wir jetzt viel quatschen, geht's jetzt los. So, jetzt ist dieser Moment da, den ich beim GTR so liebe. Ich liebe ja GTRs auf der Hebebühne. Warum? Weil sie einmal muss man es lieben, weil sie eh immer kaputt sind. Ja, aber noch viel besser ist, und zwar ich liebe diese Optik. Wenn das aussieht wie so ein Jet, ist noch Star Wars mäßiger, der Ladeluftkühler, dann sind da ja keine Räder, das sieht ja aus wie so ein Flugzeug. Und auch wenn eine Seite so, der jetzt so abheben könnte. So, wir kümmern uns aber jetzt erstmal nur um das Thema Body. Das heißt, wenn man den Kotflügel auflegt, ist das die Linie, wo der sich, ich hole mal eben was. Was auffällt ist, dass es sehr dünn ist diesmal, das GFK. Ja, guck mal an. Ja, ich hab's ja gestern getragen. Ne? Ja. Das ist, wirkt normalerweise ein bisschen stabiler, das ist sehr wabbelig. Was für die Montage eigentlich wieder ganz geil ist, ne? Weil es sich gut dran schmiegt, als wenn das so dicke Dinger sind. Das ist so ungefähr die Position, die nachher sein wird. So, was bei diesem Kit besonders ist, ist einmal, wie man sehen kann, siehst du, dass der Radaufschnitt höher geht? Ach so, ja. Ne? Ja, du sagst ja, ja. Ja, das sieht man. Das ändert aber alles an einem Automobil. Ja, ja. Das ändert wirklich alles, weil wenn das nach oben geht, bedeutet das ja, dass das Auto von Haus aus eine höhere Tiefe haben muss, damit das gut aussieht. Aber jetzt kommt's. Vorsicht, Freunde, jetzt kommt's. Der Punkt. Ja, gleich. Exakt. Und deswegen sehen die meisten Bodykit-Autos, wenn die mit Luftfahrwerk sind oder wenn die kein Luftfahrwerk haben, sehen die immer so ein bisschen hochbeinig aus. Ja. Das ist dieser Ferrari-Effekt. Du brauchst diesen Abstand hier, damit das Auto da noch im Straßenverkehr einigermaßen sich bewegen kann. Wir sprechen hier von einem Höhenunterschied von 2 cm, würde ich sagen. Ja, locker. Ne? Und was bei dem Kit noch sehr geil ist, dieser Schweller, der muss weg. Okay? Mhm. Weil das geht hier, der Kotflügel wird Teil des Schwellers. Ja.
Und der neue Schweller fügt sich dann hier an. Was es noch mal komplizierter macht, weil das ganze Bodykit rundherum passen muss. Mhm. Ne, wenn ihr hier zu weit gehst, wo die Stoßstange fängt es eigentlich immer wieder auf, weil die haben wir ja gesehen, die Stoßstange hat dieses Teil ja schon dran. Mhm. Da muss man es ja nicht mehr separat dran setzen. Und so geht es im Kreis um das Auto drumherum. Aber der neue Schweller, der dran kommt, der ist er gar nicht tiefer dann? Oder ist er ein bisschen tiefer? Das weiß ich gar nicht auswendig. Aber wir können mal eben so schauen, weil das ist ja der tiefste Punkt dann hier. Weil du hattest ja im Luftfahrwerk-Video, also in dem ersten Video von dem Auto, hattest du ja gesagt, dass... Im ersten Video von dem Auto habe ich viel gesagt. Ja, aber da hattest du unter anderem... Im ersten Video von dem Auto habe ich viel gesagt, 2000... in dem Boost Wars 2.0 Video. Ah. Also in dem ersten Projektvideo von dem aktuellen Projekt. Hattest du ja gesagt... Oh, das ist eigentlich die ganze Zeit dasselbe Projekt. Nein, das ist was. Nein, dass das Auto ja hinten dran auf dem Metall schon aufliegt, aber der Schweller nicht auf dem Boden ist, weil der Schweller höher ist. Ja. Genau, und wenn der andere Schweller jetzt minimal tiefer wäre, dann wäre der Schweller ja quasi auch auf dem Boden. Ja, aber ich glaube, die neue Stoßstange ist deutlich tiefer als die alte. Okay, also liegt die so oder so auf dem Boden dann. Ja, wir müssen das Fahrwerk auf jeden Fall da ein bisschen neu aufpassen, arretieren, weil wenn wir den komplett auf den Boden legen, dann kann es knirschen. Oh mein Gott. Du musst ja nicht auf dem Metall, sondern auf dem Plastik. Also. Richtig, da müssen wir aufpassen. Der Arimando hält das mal dran. Ah doch, könnte passieren. Ja, ne? Der liegt unten genau auf dem Namen Schweller auf. Oh ja, sicher? Weil das kommt ja weg. Oder nee, das legt man weg, ne? Nee, nee, stimmt, der bleibt. Das bleibt. Ja, das bleibt. Und hier ist ja nicht... Ah, nee, dann wird er nicht tiefer. Das stimmt. Dann bleibt das. Okay. So, und dann kommt das Teil da so dran. Ja. Ne? Und zwar ziemlich genau so. Mhm. Ja? Geil. So, und jetzt wird schon lustig, ne? Jetzt holen wir mal die Säge. Ja, holen wir die Säge. Dann legen wir mal los, ne? Wir schneiden bei ihm die Bilder rein, was für eine Heulsuse ich war 2000 und schlag mich tot. Beim Kleben so groß, beim Sägen so groß. Jetzt nicht mehr. Das tat überhaupt nicht weh. Ich freue mich so auf das, was kommt. Es war krass, ein krasser Moment, weil das ist so das Auto. Ja. Aber der erste Schnitt tat nicht weh, Armando. Ich bin schon in deiner Liga angekommen. Ja, da kannst du es zuschweißen. Ja. Aber ich bin in deiner Liga. Armando, müsstet ihr mal sehen bei sowas. Das Auto kostet 41 Milliarden Euro. Soll ich sehen? Ja? Okay. Oh, ich hab schon angefangen, sorry. Ist gut, ne? Ja. Hab ich gut geschnitten. Kompliment von Armando. Happens not so often. So. Wunderbar. Das ist natürlich geil. Komm mal her. Ja. Komm mal von hier oben. Das ist echt okay. Du siehst, dass der Spalt hier entsteht. Aber der Spalt entsteht nicht, weil das Teil nicht genau passt. Und der Spalt entsteht, weil es hier zu hoch ist. Siehst du das? Aber ist da nicht sowieso dann später ein Keder, der nochmal das... Ja, schon, aber was macht der immer nur? Der macht Viertel Millimeter. Der deckt das ab. Ja, der deckt das schon, aber der ist jetzt nicht so super hoch. Nein. Aber was man schön sehen kann hier, Leute, ist das hier. Wie hier die neue Form entsteht und dass man das Rad dann so sehen kann. So, hinten wird es ein bisschen gefährlicher. Das Problem ist, es gibt manche Bleche, die an dieser Stelle einteilig sind. Ja. Du, wenn du mit der Hand jetzt reingehst, geh mit der Hand rein, merkst du das? Ja, das sind zwei Bleche. Exakt. Luft. Das heißt, wenn wir gleich sägen, macht das Bang. Und wenn das dann Bein macht, dann müssen wir das natürlich wieder zusammenschweißen. Also das heißt, Armando muss dann hier oben ein Blech reinsetzen, was ja auch wirklich sehr schön macht, wie ich finde immer. Und dann somit verbinden wir das Auto wieder, was natürlich auch dann passiert, dass eine gewisse Steifigkeit zurück ins Auto kommt. Mhm. Ja, weil diese Bleche, wenn die so aufeinander sitzen, haben die natürlich eine extrem hohe Stabilität. Alles, was gekantet ist, ne? Ja. Kann sich ja dann so nicht so gut bewegen, wie wenn es so flabberig wäre. Das wird auch gleich vom Sägen etwas komplizierter, weil wir müssen es einmal so sägen und dann einmal von innen sägen. Wir schneiden das jetzt da, aber nur sollen wir rechts und links einschneiden, das hochtreiben. Dann können wir nämlich die originale Radhausschale benutzen.
Nice. Das ist echt nice. Nice. So, was wir jetzt erzielen wollen ist, wir treiben das originale Blech hoch. Ja. Ja. Wir sind ja jetzt hier schon relativ nah, da müssen wir gleich dann halt beherzte Schläge hier in die Mitte machen, dass die beiden Bleche sich treffen. Mhm. Dann mit der Flex ein bisschen bearbeiten, dann Lack entfernen, dass dann halt sauber verschweißt werden kann und dann wird das komplett wieder zusammengeschweißt hier, mhm, an den Stellen. Dann haben wir die höhere Radhausschale und das Stück, was wir einfach verloren haben, haben wir durch den doppelten Schnitt hier rausgeholt. Ja. Das Teil sitzt jetzt nicht so geil. Ein bisschen Platz wäre ja noch, ne? Nee, aber guck mal, was hier oben passiert. Ach so. Also Platz sieht noch viel aus, ne? Man könnte, glaube ich, noch... Das ist die vorgegebene Schnitt von der Anleitung. Wir gehen auch noch etwas weiter nach oben. Ein bisschen höher. Ja, das Gleiche, wir gehen nur etwas bis dahin. Ne? Also der wichtigste Part ist ja von hier, ja, bis hier. Gehen wir weiter hier hoch. Ja, würde ich auch sagen. Weiter ansetzen. Ja, also wir machen weiter am Text und bis gleich. Die erste Idee, die war an sich ganz gut, was ihr gesehen habt, wo ich es da umgehauen habe. Doch, da waren wir nicht ganz tief genug vom Ausschnitt her. Würde bedeuten, wenn ich das Rad mal nehme. Ja, so. Und das Bodykit ist drüber. Dann waren wir nicht in der Lage, wirklich mit den breiteren Reifen, die nachher kommen, es kommen breitere Felgen. Ach echt? Ja. Doch. So. Waren wir nicht in der Lage, so hoch zu gehen, dass es auch noch tief genug ging mit dem Luftfahrwerk, okay? Weil das Blech in der Mitte zu doll runterguckte und wir ja nicht mehr innerhalb des Radhauses sind, sondern wir sind ja genau auf der Hälfte. Also so ist. Ich denke mal, die Räder werden nachher ungefähr so weit rausgucken. So. Ja, okay. Auch so gucken. Ist halt White Body. Ja. Und deswegen haben wir jetzt das Blech noch mal geschnitten. Das ist das Stück dort unten. Und haben das ganze Stück jetzt hier mal neu eingesetzt mit einem separaten Blech. Siehst du das hier? Hier sieht man das gut. Das ist erstmal nur angepunktet, ne? Ja. So, geht das jetzt durch. Das flexen wir jetzt ganz normal schön. Das sieht ja ein bisschen aus wie hier. Und dann ist das Ganze verschlossen. Die beiden Bleche sind zu. Die volle Stabilität des Autos ist wieder da. Ja. Halt nur in einem höheren Schnitt. Der Grund, warum man das jetzt nicht unbedingt viel schöner machen muss, ist, you don't see shit, ne? Das ist halt komplett weg. Genau, das Ganze müssen wir Gott sei Dank vorne nicht machen, weil vorne ist es ja auch nur ein Blech. Das heißt, wir verschweißen jetzt drüben nochmal, wir gehen mal einmal rüber. Und jetzt kommt es an den Punkt, dass wir das Bodykit drauf ballern können. Mhm. Nur Armando hat gerade einen sehr guten Punkt gesagt. Und zwar ist ja bei dem Kit es so, dass der Schweller, das ist jetzt die Seite hier, ne? Und das sitzt nachher so, okay? Jetzt ist natürlich das Risiko, du willst natürlich, dass das so passgenau wie möglich am Auto dran ist. Jetzt hast du da einen Punkt, der verbindet sich mit dem vorderen Kotflügel. Doch wenn der vordere Kotflügel da gut sitzt, muss er ja immer noch gut sitzen, dann mit der vorderen Stoßstange. Das heißt, es geht wie so ein Karussell ums Auto drumherum. Ja. Jetzt die Frage, was machst du? Verbindest du den Schweller mit dem vorderen Kotflügel? Weil hier hinten, wie man sehen kann, in den Schraublöchern, ist er auch verbunden. Das ist ein sehr heikles Unterfangen. Wo du da den Cut machst, wo unterbrichst du das Auto am besten, dass das Ganze vernünftig aussieht. Und somit ist einmal die Idee, wir schrauben Schweller mit hinterem und vorderem Kotflügel zusammen, setzen drauf mit mehreren Mann, dass ein Teil wird und dann wird verbunden. Hört sich nach einem guten Plan an, ja. Aber jetzt mal komm, ohne Scheiß, ne? Scheiße, passen tut das nicht. Boah, der Ladungskür ist aber echt live on stage, ne? So, halt, kannst du mal eben so halten, aber so? Eine Idee. Und wie findest du das alles so? Toll, ganz toll. Ja, sieht man nicht jeden Tag, ne? Toll. Super, ich bin begeistert. So Blecharbeiten. Freue mich immer. Jedes Mal sowas so ein. Ja, meckern? Nein, Quatsch. Das geht. Ja. Ne? Haarluftkühler passt auch noch drunter. Aber es ist tiefer auf jeden Fall, die Stoßstange vorne, ja, als der normale. Okay. Finde ich schon. Also er wird aufliegen, glaube ich. Wenn man ablässt? Ja. Weil es knirscht dann einmal? Wahrscheinlich. Hier müssen wir eine Trägerdose schwarz machen, alles. Racing-Gitter müssen hier oben rein, unten nicht. Okay.
gebohrt werden auch. Gucken wir gleich mal an, wie das aussieht. Würdest du aus dem Bauchgefühl sagen, wie viel ist er denn tiefer da vorne? Ehrlich? Würde ich schon sagen, ja. Das ist schlecht. Also wenn ich jetzt parallel zum Seitenschneider. Aber die Reifen sind auch dicker. Nee, müsste passen. Ja? Guck mal, ja. Also auf jeden Fall ein gutes Stück tiefer jetzt als der Seitenschweller. Und vorher war es ja umgekehrt. Mhm. Also erstmal Stoßstange dran. Stoßstange und dann verschrauben die Kotflügel an die. Dann die bohren wir Löcher für die vorderen Kotflügel. Schrauben dann provisorisch die Kotflügel vorn dran. Verschrauben dann die Schweller. Nee. Schrauben alles miteinander fest. Erst die Stoßstange einbauen. Mhm. Dann ich würde mal Kotflügel, Schweller und Seitenteil miteinander verschrauben dann dran halten. Brauchen wir auf jeden Fall drei Mann. Auf jeden Fall. Ja, dann hier vorne an der Stoßstange dran halten, dass sie die Spalte stimmen und die abstellen. Ja. Und dann anfangen zu bohren. Und dann festhalten und reinknallen. Ja, oder Tape dran und reinknallen. Ja. Okay, das wird lustig. Los geht's. A few moments later. Na, nicht festgeschraubt. Warte doch, da hat sich nicht gemacht. Eine einzige Schraube ist drin, damit die Spalte hier einigermaßen fest ist. Jetzt wird geschraubt. Also was auf jeden Fall ist, wir müssen hier nachher noch auf jeden Fall ein ganzes Stück wegnehmen. Aber das gefällt mir nicht. Soll ich alle vorbohren, ne? Die Löcher müssen sowieso rein. Ob die jetzt die Schrauben, die Löcher machen oder einen Bohrer. Oder einen Bohrer. Das bleibt nicht so. Das ist nur zum Halten. Alle entspannen. Okay. So, halt mal bitte hier fest. Das muss ich nicht sehen. Jetzt soll ich es eigentlich so dünn. Ich mache jetzt mal den hier erst. Da bist du dran, ne? Ja. Geil. Was ich gerade denke? Wo ich das Auto abgeholt habe, wie stolz ich war. Ich habe dieses Auto behandelt wie ein rohes Ei. Wie ein rohes Ei. Jetzt stehe, guck mal, stehe ich mir vor dem Ding und ballern die Schrauben in das Teil rein. Wie nix. Und Hexboilerus muss auch abos. Aber kommt ja was anderes. Heul nicht, Alter. Heul nicht. Du würdest am liebsten so, ne? Ja, Mann. Und bis hier, ne? Ja, Mann. Oder bis hier? Ja, auch das. Und dann mit so Seitdinger, ne? Genau. Okay. Mit so Stützrahmen dran. Ja, und wir werden uns verabschieden müssen von den Endrohren, ne? Ja. Herzlich willkommen, neue Stifterhalter. Alles Geschichte hier. Die werde ich verschenken. Nicht. So, jetzt kommt es nämlich in den Punkt, wo dann manche sagen werden, oh, Jean-Pierre hätte das weggelassen, wäre der Wagen richtig gut geworden. So hätte ich das gemacht. Digga, mach's selbst. Also, dieses Teil hier ist das, was es zu einem V2.5 macht. So, das kommt dann ungefähr so hier drauf. Okay? Ja. Und ich finde das ganz geil. Ich kann aber auch verstehen, wenn man es nicht so geil findet. Aber, ja, ich hab am Wochenende Mandalorian geguckt. Hast du? Ja. Ich habe auch schon geguckt. Und wie findest du? Die ersten drei finde ich gut. Finde ich auch ganz gut. Ja. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr Star Wars mäßig hier. Und das soll es ja auch so sein. Das ist nur provisorisch zusammengeschraubt, ne? Das sind nicht die richtigen Schrauben. Aber ich denke, sowas werden wir dran machen. Wenn wer weiß, wie die Felgen nachher sind, ne? Genau, Heckdiffusor. Heckdiffusor ist so. Der ist natürlich auch wirklich ein ganzes Stück länger als das Auto eigentlich ist. Dann haben wir hier die beiden Sideplates, die das ganze Thema festhalten. Und jetzt haben wir natürlich hier riesengroße Löcher. Ja. Das hier werden wir nachher noch abnehmen. Weil es hat jetzt keine Verwendung mehr. Der Auspuff wird nämlich nachher anders sein. Das ist ja ein anderes Video. Ach so. So, Radhäuser. Müssen noch versiegeln. Und vorne hat der Arimando nämlich schon hier das genutzt zur Ablage. Das ist kein Spoiler, das ist nämlich eine Ablage. Pommes-Theke. Das ist eine Fronttheke. Ich nächste Woche mit meiner Pizza hierher. Richtig. Ja. So, gucken wir einmal, wo das hier hinkommt. Ne? Guck mal, die LEDs sind ja auch mit drin. Ja. Geil. Haben die eine Funktion auch, echt? Oder sind die nur zur Optik? Ein bisschen Funktion und eine Menge Optik. Okay.
Hier oben müssen wir, hier ist die Passgenauigkeit nicht so geil. Das heißt, hier muss ein bisschen Material weg. Hier ist auch nicht so ganz schön ausgesägt. Siehst du das hier? Die Ecke. Aber ist das Einzige, was nicht so toll passt, in die Sand? Ich glaube, weil das wirklich nachträglich. Dazu kommen wir jetzt nochmal zum Kit. So. Genau, wir müssen ja alles noch demontieren können, weil das ja alles nachher separat lackiert wird in verschiedenen Farben. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt eben... Sollen wir die Seiten schon mal provisorisch dran schrauben? Die Seitenteile? Ja, das stimmt. Und dann müssen wir noch Heckspoiler machen. Ja, ich habe gerade schon gesehen, andersrum. Geht das nicht die andere Seite? Nein. Sicher? Also, nicht so herum? Also ich hätte auch gedacht, eher so herum, aber... Das passt so oder so. Das passt auch auf die andere Seite. Da habe ich Bastian, ihr müsst gleich. Also, wir sehen jetzt einen Nissan GT-R mit einem Pandem Rocket Bunny Superkit V2.5. Sieht gar nicht so scheiße aus mit den Serienfällen, ne? Was? Ich finde, das geht sogar nicht. Ihr werdet euch, ich freue mich drauf, wenn ihr lustige Namen dafür ausdenkt, weil das sieht so dermaßen scheiße aus mit den Serienfällen. Ich zeig's euch. Also, Bodykit ist dran. Serienfelgen, Serienhöhe. Oh mein Gott, sieht das Auto aus wie ein... Weißt du, wie es aussieht so ein bisschen? Wie von Homer Simpson, dieses Auto. Nee, aber guck mal, wenn da jetzt, wenn die Felgen jetzt breiter werden, wird das ziemlich cool aussehen. Das ist ja nur, weil die halt so schmal sind, ne? Ja, ja, schon. Aber jetzt mit dem Grau und Schwarz und zusammengewürfelt und dreckig und so. Aber das finde ich ja ganz geil. Das ist ja jetzt die Reise zum Endliner. Das ist geil. Findest du? Ja, irgendwie hat's was. Das ist das hässlichste Stadium, wie dieser Wagen sein kann. Kill me. Die Endrohre sind auch weg, da kommen auch keine Endrohre mehr raus. Da müssen wir gucken, was wir da reinmachen, weil die Löcher sind echt verdammt groß. Yep. Aber das ist cool. Yep. Also, ich lasse ihn jetzt runter, vorsichtig. Mhm. Weil es kann passieren, dass die Scheiße jetzt vorne aufsetzt. Kann passieren. So, guck. Das Ganze dann unten. Sieht immer noch nicht viel besser aus, oder? Nee, jetzt sieht es nochmal schlechter aus, finde ich. Weil jetzt sieht es echt komisch aus. Okay, dann gibt es jetzt einen Ugly Porn. Yes. Weil es sieht echt nicht gut aus so. Aber ihr müsst mir vertrauen, das wird nachher verdammt gut aussehen. Die Sache ist nur wirklich, jetzt bin ich auch gerade ein bisschen am Zweifeln mit diesen Seitendingern, ne? Ja, jetzt wart erstmal, bis die Felgen drauf sind. Darfst noch nichts verurteilen. Vorne finde ich es geil, aber wenn es vorne. Ach, schwierig, ey. Jetzt will ich einen hässlichen Endline-Porn, bitte. Okay. Aber nur, weil dein C63 so hoch im Hintergrund steht. Ciao!